Die Natur steckt voller Baumaterialien mit verblüffenden Eigenschaften. Und sie enthält so viele Wirkstoffe wie eine riesige Apotheke. Schlangengift kann tödlich sein oder lebensrettend, als Blutdrucksenker. Der Speichel von Vampirfledermäusen hemmt die Blutgerinnung und der von Mücken wirkt betäubend. In Honigwaben finden sich Antibiotika und Amphibien können körpereigene Frostschutzmittel bilden, die manche Menschen von einem verlängerten Leben träumen lassen. Ob biologisch abbaubare Imprägnierungen, Gleitmittel oder Klebstoffe, die Natur hat all das längst entwickelt. Biologen, Chemiker, Ingenieure und Mediziner können sich bei Pflanzen und Tieren eine Menge Tricks abschauen. In der Natur herrscht ein ständiger Konkurrenzkampf um Lebensraum und Ressourcen, oft unter schwierigen Umweltbedingungen. Im Laufe der Evolution setzen sich immer die Eigenschaften durch, die der jeweiligen Art einen Vorteil bieten. Wenn sie sich zum Beispiel einen Lebensraum erschließt, den ihre Konkurrenten nicht besiedeln können. Vögel und Säugetiere können ihre eigene Körperwärme erzeugen und damit auch bei Eiseskälte noch aktiv sein oder zumindest überleben. Doch das Verbreitungsgebiet der meisten Amphibien endet dort, wo die Winter zu kalt zum Überleben sind. Ihre Körpertemperatur richtet sich nach der Umgebung. Und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt enden für die meisten von ihnen tödlich. Aber nicht für alle. Der nordamerikanische Waldfrosch überlebt sogar nördlich des Polarkreises, dank körpereigener Frostschutzmittel. Normalerweise sterben alle Lebewesen, wenn sich in oder zwischen ihren Zellen Eiskristalle bilden. Denn Eis dehnt sich aus, bildet scharfe Kanten und zerreißt die Zellwände. Beim Waldfrosch geschieht das erstaunlicherweise nicht. Er bildet aus Glucose und Harnstoff ein körpereigenes Frostschutzmittel. Das verhindert zwar nicht das Einfrieren, sorgt aber dafür, dass die Eiskristalle klein bleiben und seine Zellen nicht zerstören. Sobald es wärmer wird, taut der gefrorene Frosch unbeschadet wieder auf. Dank dieser Fähigkeit konnte er als einziger Frosch so weit nördlich gelegene Territorien besiedeln und muss dort keine Konkurrenz befürchten. Zwar ist die Medizin noch weit davon entfernt, Menschen einfrieren und wieder auftauen zu können. Doch der schlaue Trick der Frösche hilft schon jetzt, Zellen und Organteile, wie zum Beispiel Herzklappen, tiefgefroren frisch zu halten. Im Konkurrenzkampf der Natur verteidigen auch Pflanzen und Pilze ihren Platz gegen benachbarte Arten. Sie geben Giftstoffe in den Boden ab oder reichern in ihren Blättern Bitterstoffe an, damit sie nicht gefressen werden. Viele dieser Substanzen wirken auch auf Menschen und werden in der Medizin verwendet. Schließlich ist Naturheilkunde die älteste Form der Medizin. Schon in der Antike und vermutlich noch früher wurden Kräuter, Rinden, Pilze und Früchte genutzt, um zu heilen oder zu töten.
Doch die wichtigste Fähigkeit der Pflanzen können wir noch immer nicht nachahmen. Photosynthese. Pflanzen wandeln mit Hilfe von Licht, Kohlendioxid und Wasser in energiereiche Zuckermoleküle um. Jedes Blatt des Baumes nutzt die Sonnenenergie, um den Baum zu ernähren. Wir können zwar Strom aus Sonnenlicht erzeugen, aber den komplexen Vorgang der Photosynthese können wir leider nicht im Labor nachbauen. Diese geniale Technik beherrschen nur die Pflanzen. Sie bilden so die Nahrungsgrundlage für alle anderen Lebewesen. Überall in der Natur lassen sich faszinierende chemische Vorgänge entdecken. Gerade bei wenig geliebten oder sogar gefürchteten Tierarten werden die Forscher häufig fündig. Weltweit sind derzeit über 3500 Schlangenarten bekannt, von denen über 700, also etwa 20%, Gift für die Jagd oder zur Verteidigung einsetzen. Je nach Art sind Schlangengifte unterschiedlich zusammengesetzt. Meist enthalten sie Enzyme, die bei anderen Tieren oder auch Menschen Schmerzen, Blutveränderungen oder Lähmungen auslösen können. In geringer Dosierung haben viele Schlangengifte aber positive Wirkung und werden in der Medizin eingesetzt, zum Beispiel als Blutdrucksenker oder Schmerzmittel. Andere Inhaltsstoffe werden für die Herstellung von Gegengiften oder in Blutgerinnungstests verwendet. Schlangengifte wirken nur, wenn sie ins Blut des Opfers gelangen. Im Verdauungstrakt sind sie ungefährlich. Eine Giftschlange kann ihr vergiftetes Opfer also ohne Gefahr fressen. Doch der Biss einer anderen Schlange ist für sie genauso schmerzhaft oder tödlich wie für jedes andere Tier. Die Puffotter kommt in weiten Teilen Afrikas und im Süden der arabischen Halbinsel vor. Sie ernährt sich vorwiegend von kleinen Säugetieren, am liebsten Mäusen. Ihre Giftzähne sind sehr lang und ihr Gift zerstört das Gewebe im Körper des Opfers. Meist wartet sie ruhig ab, bis ihre Beute in Reichweite kommt. Dann schlägt sie blitzschnell zu. Da die Puffotter sich auf ihren Bauchmuskeln fortbewegt und nicht sehr schnell ist, könnte sie ihr Opfer nicht verfolgen. Doch das muss sie auch nicht. Sie trägt ausreichend Gift im Körper, um 4 bis 5 Menschen zu töten. Und die Maus wird nicht lange leiden. Sie ist bereits an inneren Blutungen verendet, auch wenn die Muskeln noch zucken. Puffottern sind nicht aggressiv, aber dennoch gefährlich für Menschen. Denn bei Gefahr flüchten sie nicht, sondern verlassen sich auf ihre gute Tarnung und bleiben still liegen. Wenn man einer Puffotter zu nahe kommt oder gar auf sie tritt, beißt sie sofort zu. Dieses Verhalten macht sie zur gefährlichsten Giftschlange in ganz Afrika. Doch es gibt Tiere, die noch viel giftiger sind als Schlangen. Wie diese kleinen, bunten südamerikanischen Frösche.
Ihr Gift dient lediglich der Verteidigung und steckt in der Haut der Baumsteigerfrösche, die auch Pfeilgiftfrösche heißen. Mit ihren grellen Farben fallen sie zwischen den Blättern sofort auf. Das ist eine Warnung. Jedes Tier, das die bunten kleinen Frösche fressen will, bringt sich in Lebensgefahr. Die meisten Pfeilgiftfrösche sondern über ihre Haut extrem giftige Stoffe ab. Das bekannteste Pfeilgift heißt Batrachotoxin. Es ist ein Nervengift. Gelangt es in die Blutbahn, führt es zu Herzrhythmusstörungen, Atemlähmung und letztlich zum Tod. Mit rund 1 Milligramm Batrachotoxin in seinem Körper ist der goldene Giftfrosch am gefährlichsten. Diese Giftmenge reicht aus, um 10 Menschen zu töten. Die Frösche fressen dafür Insekten wie Ameisen und Milben und wandeln deren körpereigene Chemikalien in Giftstoffe um. Südamerikanische Ureinwohner machten ihre Blasrohrpfeile mit dem Froschgift zu tödlichen Waffen. Mediziner forschen an einem Inhaltsstoff des Froschgifts, dem Epibatidin. Es wirkt als Schmerzmittel etwa 200 Mal stärker als Morphin, aber hat auch viele gefährliche Nebenwirkungen. Mindestens ebenso vielfältig und verblüffend wie die Biochemie der Wirbeltiere ist die der Insekten. Rund 1 Million Insektenarten sind bisher wissenschaftlich beschrieben worden. Niemand weiß, wie viele noch auf ihre Entdeckung warten. Ihr Bauplan und ihre Fähigkeiten unterscheiden sich wesentlich von denen der Wirbeltiere. Die kleinen Lampen der Glühwürmchen dienen der Partnerwerbung. Die Käfer erzeugen ein kaltes Licht durch die chemische Reaktion von Enzymen mit einem Stoff namens Luziferin. Die Botenstoffe vieler Insekten werden Pheromone genannt und dienen der Kommunikation auch über große Distanzen. Manche Schmetterlingsarten nehmen die chemische Botschaft eines potenziellen Geschlechtspartners bis in 10 Kilometer Entfernung wahr. Viele staatenbildende Insekten geben Alarmpheromone ab, wenn sie angegriffen werden. Damit versetzen sie das ganze Volk in Verteidigungsbereitschaft. Und die Stiche von vielen Wespen sind selbst für große Säugetiere gefährlich. Dafür sorgt das Gift in ihrem Stachel. Der Stachel von Honigbienen besitzt Widerhaken, die ihn in der Haut des Opfers festhalten. Wenn eine Biene sticht, ist das ihr Todesurteil, denn dabei wird ihr der gesamte Stechapparat inklusive Giftblase aus dem Hinterleib gerissen. Sie sticht also nur, wenn es unvermeidlich ist. Aus dem Nektar unzähliger Blüten und anderer süßer Pflanzensäfte produzieren die Bienen in ihren Körpern Honig. Dabei nehmen sie den Nektar mehrfach in ihren Honigmagen auf und geben ihn wieder ab. Bei diesem Prozess wird dem Nektar viel Wasser entzogen und er wird mit körpereigenen Enzymen der Bienen angereichert. Der eigentliche Honig besteht zwar größtenteils aus Zucker, enthält aber auch zahlreiche andere Substanzen wie Aminosäuren und Enzyme, die ihn zu einem sehr gesunden Gemisch machen. Je nachdem, aus welchen Pflanzen die Bienen den Nektar für ihren Honig sammeln, stecken auch bis zu 120 unterschiedliche Aromastoffe darin. Sie machen die verschiedenen Geschmacksrichtungen aus. Musik
Außerdem produzieren Bienen das Harz Propolis, das natürliche Antibiotika enthält. Diesen Stoff mischen sie in kleinen Mengen auch dem Bienenwachs bei, sodass ihre Brut und der wertvolle Honig nicht von Bakterien befallen werden. Zu den verblüffendsten Chemikern der Natur gehören Tiere, die nicht einfach nur bunt sind, sondern die Farbe sogar wechseln können. Kalmare beherrschen die Technik des Farbwechsels sogar schon als Babys. Diese Jungtiere sind eben erst aus ihren Eiern geschlüpft. Und sofort lassen die winzigen Tierchen farbige Punkte über ihren Körper tanzen, um Angreifer zu verwirren und abzuschrecken. In ihrer Haut liegen Farbzellen, in denen verschiedene Pigmente enthalten sind. Viele Tintenfische können ihre Farbzellen durch Nervensignale steuern und damit sehr schnell ihr Aussehen ändern. Selbst die Kalmar-Embryonen in ihrer Eihülle üben schon den schnellen Farbwechsel. Die bunten Farben der Natur entstehen meist durch Pigmente. Komplexe chemische Verbindungen, die nur bestimmte Wellenlängen des Sonnenlichts reflektieren und damit von uns als farbig wahrgenommen werden. Dabei spielen drei verschiedene Arten von Farbrezeptoren in unserem Auge zusammen, die jeweils Teile des Farbspektrums in drei unterschiedlichen Wellenlängenbereichen wahrnehmen können. Kurze Wellenlängen entsprechen Blautönen. Die mittleren lassen uns grüne bis gelbe Farben sehen und lange Wellenlängen machen das Spektrum zwischen goldgelb und tiefrot aus. Bei einigen Tieren ist das Spektrum der Farbwahrnehmung auch noch größer als bei Menschen. Diese Vielfalt an Farben wird in der Natur auf verschiedenste Weise genutzt, oft als Signale. Rote und gelbe Farbtöne können verlockend wirken und anzeigen, dass eine Blüte auf Bestäubung wartet. Grüne und braune Farbtöne dienen bei Tieren meist der Tarnung. Aber auch zur Warnung oder zur Kommunikation mit Artgenossen können Farben genutzt werden. Die wohl größte Farbpalette aller Tiere findet sich, außer bei Tintenfischen, natürlich bei Chamäleons, die ihre Farben aktiv verändern können. In ihren Hautzellen stecken pigmenthaltige Organellen, die sich je nach Umweltbedingungen und Stimmung des Tieres anders anordnen. Die Chamäleonhaut reflektiert dann jeweils unterschiedliche Wellenlängen des Farbspektrums. Paarungsbereitschaft wird bei Chamäleons durch auffällige Farben und Muster angezeigt. Und wenn ein Konkurrent auftaucht, überbieten die Männchen sich gegenseitig mit intensiv gefärbten Mustern. Jeder zeigt dem anderen, wie groß, gefährlich und aggressiv er ist. Manche Kämpfe können dadurch vermieden werden, aber nicht alle. Das Weibchen wartet einfach ab, welches der streitenden Männchen am Ende siegreich ist. Bei der Jagd wenden die Chamäleons eine ungewöhnliche chemische Waffe an. Superklebstoff.
Den tragen sie auf der verdickten Spitze ihrer Zunge, die sie blitzschnell weit aus dem Maul herausschießen können. Die Beute bleibt einfach an der klebrigen Zungenspitze haften und wird eingeholt wie an einer Angelschnur. Auch andere Tiere produzieren starke Klebstoffe. Jeder, der schon einmal in ein Spinnennetz gefasst hat, weiß, wie gut es klebt. Solch ein Netz ist eine technische Meisterleistung. Und das verwendete Material, die Spinnenseide, schlägt alle von Menschen verwendeten Werkstoffe. Spinnenseide ist extrem elastisch und dabei, gemessen an ihrem Gewicht, stärker als Stahl. Außerdem wasserfest und dennoch biologisch abbaubar. Webspinnen besitzen mehrere Spinndrüsen und können damit verschiedene Variationen des vielseitigen Materials herstellen. Die dicksten und härtesten Seidenfäden bilden den Rahmen, der das Netz trägt. Dünnere und biegsamere Fäden machen es reißfest. Die feinsten Strukturen entstehen dann aus den klebrigen und ungemein dehnbaren Fangfäden, die das Netz zur tödlichen Falle für Insekten machen. Spinnenseide besteht aus Proteinen, die einen hohen Gehalt an den Aminosäuren Alanin und Glycin enthalten. Menschen können zwar die Zusammensetzung der Spinnenseide analysieren, aber bis heute ist es noch nicht gelungen, künstliche Spinnenseide mit denselben Eigenschaften herzustellen. Die richtige Mischung der Proteine ist das Geheimnis der Spinnen geblieben. Ebenso wie die Formel für den Leim, den die Spinne sehr dünn und gleichmäßig auf ihre Fangfäden aufträgt. Der Klebstoff zieht Wasser aus der Umgebungsluft an und quillt zu kleinen Tröpfchen auf. Nur wenn es regnet, hat die Spinne ein Problem. Dann wird ihr Leim weggewaschen. Einen organischen Klebstoff zu entwickeln, der im Wasser funktioniert, das ist wahrlich die hohe Schule der Biochemie. Doch Wasserlurche wie der Teichmolch verwenden schon seit Urzeiten einen Unterwasserkleber. Dieser Stoff kommt in der Paarungszeit der Molche von März bis Mai zum Einsatz. Nach der Paarung legt das Weibchen die befruchteten Eier einzeln ab. Aber nicht einfach ins Wasser, nein. Sie klebt jedes Ei sorgfältig an Wasserpflanzen oder tote Blätter am Gewässergrund. Gleichzeitig mit dem Ei sondert sie einen Klebstoff aus, der einige Sekunden zum Aushärten braucht. Dann faltet sie das Blatt mit ihren Hinterbeinen zusammen, wickelt das Ei darin ein und hält das Paket so lange fest, bis der Kleber hart geworden ist. Sie packt in jedem Frühjahr 100 bis 300 Eier auf diese Weise ein. Eine Menge Arbeit. Doch es ist den Aufwand wert. In ihrem Blätterversteck haben ihre Nachkommen eine bessere Überlebenschance.
Tiere und Pflanzen müssen je nach Lebensraum mit ganz unterschiedlichen Herausforderungen fertig werden. Und wir Menschen können uns vieles von ihnen abschauen. Sogar schon im Bauplan der einfachsten Lebewesen. In der Bionik bedienen sich Ingenieure und Wissenschaftler zum Beispiel der Strukturen von riffbildenden Korallen. Sie dienen als Vorlage für neue, leichte und stabile Werkstoffe, die gleichzeitig giftfrei und biologisch abbaubar sind. Die biologisch getesteten Problemlösungen haben schon jahrmillionenlang funktioniert. So wie der Schleim den Schnecken absondern. Schleim dient ihnen nicht nur zur Fortbewegung, sondern auch zum Schutz ihrer dünnen und empfindlichen Haut. Er kann schnell viel Wasser aufnehmen, gibt es jedoch nur sehr langsam wieder ab und schützt die Schnecke so vor Austrocknung. Diese Wirkung ließ die Kosmetikindustrie aufhorchen und Anti-Aging-Gesichtscremes produzieren, die tatsächlich Schneckenschleim oder zumindest dessen Wirkstoffe enthalten. Die meisten dieser Cremes enthalten Allantoin, das sowohl in Schneckenschleim wie auch einigen Pflanzen vorkommt. Allantoin wirkt beruhigend und es beschleunigt die Regeneration und Neubildung von Hautzellen. Schnecken kennen also schon seit vielen Jahrmillionen das Geheimnis perfekter, faltenfreier Haut. Der Schleim hilft ihnen auch bei der Fortbewegung, weil er die Reibung zwischen Fußsohle und Untergrund reduziert. Auf ihrer Schleimbahn gleitet die Schnecke voran, indem sie sich mit wellenförmigen Bewegungen ihres Fußes nach vorne schiebt. Gleichzeitig schützt sich die Schnecke so vor Verletzungen, da sie den eigentlichen Boden gar nicht berührt. Es liegt immer eine schützende Schleimschicht dazwischen. Spitze oder scharfe Hindernisse machen ihr also nichts aus. Chemisch gesehen besteht der Schleim aus besonders langkettigen Protein- und Zuckermolekülen und natürlich aus Wasser. Die langen Molekülketten sorgen dafür, dass der Schleim besonders zäh und widerstandsfähig ist. Er dient schließlich auch der Verteidigung. Bei Gefahr produzieren Schnecken eine große Menge Schleim, den sie auch schaumig aufblasen können. Damit schrecken sie die meisten Angreifer erfolgreich ab. Schnecken haben nicht viele natürliche Feinde, zum Leidwesen vieler Gärtner. Ameisen sind eigentlich Meister im Verwerten potenzieller Nahrungsquellen und greifen selbst viel größere Tiere an. Aber auch sie müssen die Schnecken in Ruhe ziehen lassen, denn durch die schützende Schleimschicht kommen sie mit ihren Mundwerkzeugen nicht durch. Sie laufen sogar Gefahr, an der Nacktschnecke kleben zu bleiben.
Auch Pflanzen wie der Sonnentau haben starke Klebstoffe entwickelt. Ein Insekt, das einer solchen fleischfressenden Pflanze in die Falle geht, wird sich nicht mehr befreien können. Dem Erfindungsreichtum der Natur scheinen keine Grenzen gesetzt. Weder bei den Techniken, die karnivore Pflanzen zum Insektenfangen anwenden, noch bei der Produktion genialer Imprägniermittel. Die meisten Wasservögel beherrschen eine schlaue Technik, um ihr Gefieder wasserabweisend zu machen. Nur dadurch können sie auch im Winter stundenlang im Wasser bleiben, ohne zu erfrieren. Denn warmblütige Tiere, die an Land problemlos Temperaturen um den Gefrierpunkt überleben, sterben in ebenso kaltem Wasser schon nach wenigen Minuten. Das gilt natürlich nicht, wenn sie eine wasserfeste Hülle und eine isolierende Luftschicht am Körper tragen, so wie diese Enten. Wenn sie sich putzen, bestreichen Enten sorgfältig jede einzelne Feder mit dem öligen Sekret ihrer Bürzeldrüse. Diese Hautdrüse haben nur Vögel. Sie liegt auf der Oberseite der Schwanzwurzel. Beim Putzen verbinden die Vögel auch die feinen Häkchen ihrer Deckfedern fest miteinander. Das sorgt dafür, dass in den darunterliegenden feinen Daunenfedern eine isolierende Luftschicht festgehalten wird. So geschützt kann die kleine Wasseramsel auch in eiskalten Bächen nach Nahrung tauchen, ohne zu erfrieren. Zur täglichen Körperpflege gehört auch ein ausgiebiges Bad. Das hält Haut und Federn gesund und entfernt Schmutz und Parasiten. Im Schutz des dichten Gefieders fühlen sich nämlich auch Blutsauger wie die Vogelmilben wohl. Mit ihren heftigen Flügelschlägen waschen sich diese Spatzen und Stieglitze die lästigen Milben aus den Federn. Besonders findige Vögel setzen zur Bekämpfung von Parasiten sogar die biochemische Keule ein und bedienen sich dafür bei anderen Tieren. Diese Dohle ist auf dem Weg zu einer medizinischen Behandlung. Ihre Dienstleister sind rote Waldameisen, die Baumeister der auffälligen Ameisenhügel in unseren Wäldern. Sie bilden große Völker, oft mit mehreren Königinnen und Hunderttausenden von Arbeiterinnen. Wenn eine Ameisenkolonie angegriffen wird, attackieren die Arbeiterinnen den Störenfried sofort. Viele intelligente Vögel, so wie die Dohle, haben gelernt, die Verteidigungsstrategie der Ameisen zu ihrem Vorteil zu nutzen. Denn diese beißen nicht nur zu. Sie spritzen auch ein giftiges Sekret auf den Feind, das 60% Ameisensäure enthält, also stark ätzend wirkt. Den Vogelfedern macht das nichts, aber Milben und andere Hautparasiten werden durch die Ameisensäure abgetötet. Die Dohle hat allerdings ein Problem. Die wütenden Ameisen beißen ihr zu Dutzenden in die Beine.
Ein paar Mal flüchtet die Dohle und schüttelt die hartnäckig beißenden Ameisen ab. Nach einer kurzen Pause setzt sie aber ihre Säurebehandlung fort. Offenbar ist der Nutzen größer als der Schmerz. Ameisensäure wird auch von Imkern verwendet, um die Varroamilbe zu bekämpfen, die Honigbienen befällt. In der Industrie findet die stark ätzende Chemikalie Anwendung als Desinfektionsmittel und beim Gerben von Leder. Viele Umweltprobleme könnten vermieden werden, wenn Menschen sich stärker an den Erfindungen der Natur orientieren würden. So wie das zunehmende Problem des Plastikmülls, der in den Weltmeeren schwimmt und fern unserer Badestrände riesige Inseln bildet. Kunststoff ist ein vielseitig verwendbarer und billiger Werkstoff. So praktisch, dass sich jahrzehntelang niemand Sorgen darüber machte, dass er in der Natur kaum abgebaut werden kann. Mittlerweile lassen sich feinste Plastikpartikel schon in den Organen vieler Meerestiere und Vögel nachweisen. Ein Umweltproblem der Weltmeere, das man vom Strand aus nicht sieht. Einige Wissenschaftler arbeiten an der Entwicklung natürlicher Alternativen. Und ein Rohstoff zur Lösung des Plastikproblems könnte im Panzer von Insekten und Krebsen stecken: Chitin. Chitin ist ein Hauptbestandteil des Panzers von Gliederfüßern wie Krebstieren, Insekten und Spinnen. Es steckt auch in der Zellwand von Pilzen. Einige Forscher bauen auf das Polymer Chitosan, das aus natürlichem Chitin hergestellt wird, ungiftig und biologisch abbaubar ist. Dieser Werkstoff wird heute bereits in der Medizin- und Filterherstellung eingesetzt und dient gemeinsam mit Zellulose für die Herstellung von Fasern. Neuere Forschungen konzentrieren sich auf die Verwendbarkeit von Chitosan als Bioplastik mit denselben Anwendungsmöglichkeiten wie erdölbasierte Kunststoffe. Von einer Massenproduktion ist man leider noch weit entfernt. Dabei wäre am Rohstoff kein Mangel. Chitin ist in der Natur das zweithäufigste Biopolymer nach der Zellulose. Und vielleicht werden die abgestreiften Panzer solcher Krabben eines Tages zu einem industriell genutzten Rohstoff. Einige der chitin-gepanzerten Tierchen sind aber alles andere als beliebt. Vor allem die Blutsauger unter ihnen. Dies sind Larven der Stechmücke. Sie ernähren sich von Mikroorganismen und leben ausschließlich im Wasser, aber atmen Luft. Die Atemröhre an ihrem Hinterleib hängt dafür an der Wasseroberfläche. Sobald sich aus der Larve eine ausgewachsene Mücke entwickelt hat, wird sie zum Vegetarier und trinkt süßen Nektar und Pflanzensäfte. Nur zur Produktion ihrer Eier brauchen die Mückenweibchen Proteine. Und dafür saugen sie Blut. Der Stich einer Mücke kann Krankheiten übertragen. Wie die Erreger der Malaria, die im Speichel der Anopheles-Mücke heranreifen.
Diese Art kommt nur in tropischen und subtropischen Gebieten vor. Sie breiten sich aber mit dem Klimawandel immer weiter nach Norden aus. So wie dieses Tierchen. Eine asiatische Tigermücke, die das nicht minder gefährliche Dengue-Virus übertragen kann. Stechmücken sind eine weit verbreitete Familie der Insekten mit über 3500 Arten. Die älteste bisher bekannte Stechmücke war in 79 Millionen Jahre altem Bernstein eingeschlossen. Also saugten die Vorfahren unserer heutigen Plagegeister schon das Blut der Dinosaurier. Mücken können ihre Wirtstiere schon aus großer Entfernung riechen. Dank wärmeempfindlicher Sinnesorgane finden sie schnell besonders dünne und gut durchblutete Hautpartien. Ihre Mundwerkzeuge sind zu einem Stechrüssel ausgebildet, der aus mehreren spitzen Borsten besteht. Mit dem Stechrüssel durchbohrt die Mücke die Haut und sondert dabei ein wenig Speichel ab. Dieser enthält verschiedene Proteine, die zwei Aufgaben haben. Erstens betäuben sie die Einstichstelle, sodass das Opfer nichts merkt. Zweitens verdünnen sie das Blut, damit der Stechrüssel nicht verstopft. Innerhalb weniger Sekunden saugt sich die Mücke voll. Doch die Apotheke der Natur enthält auch wirksame Mittel gegen viele der von Mücken oder auf anderem Weg übertragenen Krankheitserreger. Natürliche Antibiotika. Viele davon sind Stoffwechselprodukte von Pilzen, wie das Penicillin. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde der Wirkstoff Penicillin beschrieben und zu einem Medikament entwickelt, das wahre Wunder bewirkte. Seitdem wurden unzählige Arzneimittel aus natürlichen Wirkstoffen von Pflanzen, Mikroorganismen oder Tieren gewonnen. Bis heute sind über die Hälfte aller neu zugelassenen Medikamente im Grunde Naturstoffe. Die klugen Erfindungen der wilden Überlebenskünstler, denen wir erst allmählich auf den Grund gehen.